Deckung! Los! Oh, what's this? Fuck, Mickey! Du warst echt die verdammte Kavallerie! Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Bald. Wie sind die jetzt hier runtergekommen? Sie leben! Durch den Tunnel zu kriechen, war wirklich mehr als unangenehm. Schön, Sie wiederzusehen. Queen Bitch! Queen Bitch! Gut, dass du hier bist, Mann. Dieser Ort. Dieser Ort was? Dieser Ort. Jason. Nein, wir haben 420 verpasst. Stimmt. Was ist das hier? Amogus. Zeit zu wenden. Jetzt erst. Ein Plan muss her. Meinst du? Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte. Wow, voll viel. Und 2 Phosphorgeschosse. Oh, und ein Block Composition C4. Hat er sich aus dem Arsch gezogen? Klar. Du hast da noch was Dynamit. Ist mit der UV-Lampe? Hat was abbekommen. Ich krieg das hin. Einen Moment. Ja, ja. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Jo. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden. Aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen Ballert. Aus den Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra. Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Ist nicht sehr viel drin. Ich kann nur eine Person verarzten. Das wird verarztet. Keine Ausreden. Von mir hast du keine. Danke, Kumpel. Unsere Forscherkumpel waren wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Ja. Da. Ich hab's. Du bist so gut. Mein Gott, das ist Luke's Klug. Mehr Bücher. Jo. Was haben wir denn hier? Irgendwelche Musiknoten, okay. What the fuck? Je mehr ich über die musikalische Sprache dieser Kreaturen herausfinde, desto fieberhafter überlege ich, wie sie hergekommen sind. Sind sie in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir uns noch von Bäumen hangelten? Sie sind jetzt tot, ihre Form ähnelt der unsrigen. Aber alles andere an ihnen ist dem Leben, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternkonstellation Cetus von der Erde aus gesehen. Kamen sie von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen? Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reisen? Musik, Musik, Musik. What is? Ja, schon wieder so eine Visionstafel, lol. What?
Okay, die Vorahnung ist interessant. Das sind Charaktere, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Keiner von ihnen hat überlebt. Hier in der Ecke. Oder es waren natürlich die von damals, aber wer weiß. Hans Victim, Jagdopfer, Pflanzparasit. Ein Parasit reift heran, wird Stier, Parasit übernimmt den Körper. Cool. Also ja, es sind eindeutig keine Vampire. Was gefunden? Doch, Vampirkrankheit. Ja. Oh, das ist unleserlich, das sehe ich jetzt schon. Sie kommen. Wir müssen es hier beenden mit unleserlich. Wenn noch genug Zeit bleibt, wird es meine letzte Handlung sein, dieses Tagebuch auf unleserlich. Vielleicht kann es als Warnung für jene dienen, die unleserlich. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Eon haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln, für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Ich kann dir nie wieder auf die Möpse hauen. Düdüm. Nie wieder? Okay, cool. Dann, ah ne, hier ist noch was. What's this? Noch mehr Text. I love it. Zu Händen. Pullman. Bestellung neuer Ausrüstung. Spitzhacken 12 Mal. Seil mindestens 300 Meter. Sperrholzkisten 29 Mal. Extern. Das sind die Maße. Bogenlampen mal 20 plus Generator. Brechstangen 4 Stück. Gasmasken 6 Stück. EVH. Aber auch hier. Gut, dass du kein Feuerzeug mehr hast. Das nervt nicht so hart wie das Feuerzeug. Die Rückseite. Wer auch immer dies findet, verzeihen Sie mir, ich habe das Dynamit... Warum hat er das getan? Ich habe das Dynamit sabotiert, um meine Kollegen daran zu hindern, diesen Tempel vor der Welt zu verbergen. Lady Bradshaw hat mich zu Recht hierher gebracht. Diese Kreaturen sind der Schlüssel zu unbegrenzter Macht. Hier liegen Geheimnisse verborgen, mit denen die Menschheit nach den Sternen greifen könnte. Vielleicht sogar die Unsterblichkeit erreichen. Bitte schützen Sie diese Ruine und nehmen mir meine Taten nicht übel. Ich diene nur der Zukunft. Alice van Dix. Okay, uncool. Alright, alright. Und dann kann ich mich jetzt noch mit allen nochmal unterhalten, außer mit dir. Nie. Okay, mit dem lieber mal noch nicht. Die Sache mit dir und Rachel, das wissen jetzt alle, oder? War echt höchste Zeit. Mhm. Können wir das Thema wechseln? Na klar. Reden wir über den Sprengstoff. Was denkst du? Besser wird's nicht. Muss denn der... Örig. Da. Wie geht's, Colonel? Die meisten meiner Männer sind tot. Redest du gerade mit dem? Getötet von Irakern, ja. Vampiren oder Abgründen. Ich hör nix. Also zurück zu Ihrer Frage, First Lieutenant. Mir geht es nicht gut. Wir leben noch, Colonel. Und solange wir atmen, stehen wir hinter ihnen. Wenigstens ein Marine sagt immer verlässlich die Wahrheit. Sponk. Also du. Warum? Weißt, keine Animation mehr sehe und nichts, wenn du da zwischendrum pimmelst. Sau gut. Nee, ist cool. Lass einfach, mach einfach weiter. Alles klar. Das ist interessante Lektüre. Bücher sind nicht für mich. Ich warte lieber auf den Film. Natürlich. Was ist das denn? Oh, es singt. Ha? Was hältst du von den Gravuren? Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern,
schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus. Der Wal. Die Sprache klingt ein bisschen wie Morsecode. Nein. Sie ist viel musikalischer. Sie hat Tonhöhe oder Rhythmus. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine Tonleiter. Aber Mary saß allein da dran. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Schieß los. Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Okay. What am I doing? Ich finger das Ding. Ich finger das Ding auch, aber warum? Und vor allem wie? Warum? God damn it! Müssen wir es in die gleiche Richtung drehen, oder was? Ja, wahrscheinlich. What the fuck? Hallo, weitermachen. Warum geht das nicht? Oh, jetzt habe ich den Finger reingesteckt. Guck, ich hab's fertig. Hä? Ah ne, aber es fängt an zu leuchten. Ich glaube, wir müssen noch länger Finger bangen. Alles klar, Abfahrt. Hallo, darüber. Ja. Scheiße, Mann! Dank für die Erklärung, Spiel. Gutes Tutorial. Ja, echt mal. Ja. Ah? Okay, einfach Fingern, Abfahrt. Aber halt in die richtige Richtung, Fingern, nicht vergessen, ja. Ich hab nichts gemacht, es ging einfach von alleine. Nice. Komplett zerfingert. Cooles Rätsel. Jetzt werden sie bestimmt alle wach. Ich weiß nicht, ob das so geil war. Vollidioten. Aber wir müssen den Plot vorantreiben. Unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Wir wurden aus den Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten. Und zwar auf uns. Scheiße! Rachel! Die braucht dringend Snusnu. Rachel? Ich will das Dreiecksproblem lösen. Die ist doch gebissen worden oder so. Ja. Shit. Wahrscheinlich. Rachel! Rachel. Rachel, sieh mich an. Mach diesen Scheiß jetzt aus! Geht nicht. Ich weiß nicht wie.